Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel nach § 1 Absatz 2 BDMG, 23. November 2012, Tagesordnung für die 39. Sitzung des Sachverständigenausschusses für Betäubungsmittel nach § 1 Absatz 2 BDMG, am 3. Dezember 2012 im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. 39. Sitzung des Sachverständigenausschusses nach § 1 Absatz des Betäubungsmittelgesetzes, BTMG, am 3. Dezember 2012 um 13 Uhr im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BFARM, Bonn. Tagesordnung, Top 1, Begrüßung, Top 2, Ergänzung, Änderung, Annahme der Tagesordnung, Top 3, Annahme des Protokolls der 38. Sitzung, Top 4, Fallvorstellung, Missbrauch von Propofol, zur Diskussion, Top 5, Bericht des BMG, Top 6, Bericht des BFARM, Top 7, neue Designerdrogen, Unterstellung neuer Stoffe in die Anlagen des BTMG, Stoffgruppe 7.1, synthetische Cannabinoide, Aufnahme folgender synthetischer Cannabinoide in die Anlage 2 zu § 1 Absatz 1 BTMG, Wirkstoff 7.115, Fluor, UR, 144, Wirkstoff 7.12, AM. 2232, Wirkstoff 7.13, AM. 2233, Wirkstoff 7.14, AKB 48, Apinaca, Wirkstoff 7.15, AKB 48F, Stoffgruppe 7.2, Phenylethylamine, Catinon, Derivate, Aufnahme folgender Catinon, Derivate und weiterer Phenylethylamine in die Anlage 2 zu § 1 Absatz 1 BDMG, Wirkstoff 7.21, 3, 4, DMMC, 3,4-Dimethylmethcatinon, Wirkstoff 7.22, 5, APB, Wirkstoff 7.23, 6, APB, Wirkstoff 7.24, Ethylphenidat, Stoffgruppe 7.3, Benzodiazepine, Aufnahme des folgenden Benzodiazepins in die Anlage 3 zu § 1 Absatz 1 BDMG, Wirkstoff 7.31 Etizolam, Stoffgruppe 7.4, sonstige Stoffe, Aufnahme der folgenden Stoffe in die Anlage E zu § 1 Absatz 1 BDMG, Wirkstoff 7.41, Medoxetamin, MXE, Medoxetamin, MXE, gehört zu der Stoffgruppe der Arylcyclohexylamine, Wirkstoff 7.42, Meziopropamin, MPA, Meziopropamin, MPA, gehört zu der Stoffgruppe der Phenylethylamine und MPA ist unter anderem ein Derivat des gefährlichen Methamphetamins, das auch noch Krystalmeth genannt wird.